So, sind wir jetzt 6, herzlich willkommen hier bei King of Fighters. Tja, was? 13 vor allem. Ja, wo der King of Fighters 15, die Demo oder was, ein, zwei Monate vorher gab. So, was haben wir jetzt? Juni 2023. Ja, nun mal so. Jetzt kommt auf einmal hier 13 raus, obwohl 15 eigentlich aktuell wäre oder was. Boah, was will ich schon über 16? Ah, pickt man immer durch. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall probiere ich das hier mal zu spielen. Ist die Beta-Version. So, die gab doch nur 6. Juni bis 12. Juni kann man spielen. Und ich habe einmal probiert. Ich probiere doch nur einmal, nicht 10 Mal. Ja, deswegen, tja. Online, geht doch nur online, wo man das sieht, ist das Menü. Halt, da steht da, da kann man X drücken und so weiter. Ja, das kam keiner, das heißt, wie kam keiner. Ich hab das Spiel hat schon die ganze Zeit aufgehangen. Ich jedes Mal, auch hier bei der Spielersuche oder sonstiges, jedes Mal schon da Fehler, Scheißdreck, Mist, Bullshit. Jedes Mal. Und naja, dann irgendwann ging man so halbwegs. Aber ich habe was anderes gemacht. Auf jeden Fall konnte man mal sehen, dass man ein bisschen irgendwie kämpfen kann. Das sieht man jetzt hier in dem Video. Naja, was soll ich dazu noch sagen? Ja, King of Fighters war 13, ja. Global Match. Ja, Global Pratsch, wo er. Ja. Open B-Test. So ein Bullshit. Ja, Beta-Müll, Mist, Kack. Hat man meistens immer eine gewisse Zeit, wo man dann zocken kann. Nur von dem Datum bis zu dem Datum meistens. Naja, kennt man ja sowas. Dann, ja. Es hat nicht dran gelegen, eine Internetverbindung hat nicht dran gelegen. Aber es hat einfach so direkt immer aufgehangen, das Spiel. So. Irgendein scheiß Fehler die ganze Zeit. Irgendwann habe ich die Geduld verloren. Dann irgendwann ging es mal. So wie jetzt hier. PlayStation Network. Man muss PlayStation Network machen, alles andere geht nicht. Geht nicht. Hier sieht man ja, wo man da X drücken kann. Nur bei den Optionen kann man X drücken und halt PlayStation Network. Sonst kann man nirgendwo X drücken. Das geht sonst alles nicht in der Beta-Version, der Demo-Version, aber tja mal. Also so toll ist das Spiel sowieso nicht. Das haben wir ganz abgesehen. Psst. Also viel schlechter, viel bessere gesehen. Naja, ich wollte nur mal wissen, wie es aussieht oder was wir mal. Auf jeden Fall gleich sieht man trotzdem, dass da mal kämpft oder was weiß ich nicht. Das sieht man auf jeden Fall noch. Naja, halt begeistert ist was anderes. Also, Vollversion, naja, Vollversion, ja, ob ich mir kaufen würde, naja, ich weiß nicht. Naja, da gibt es wohl wahrscheinlich keine Probleme, naja. So, hier Mission, sieht man ja überall, man kann sonst nicht X drücken, außer hier. So, verbinden, da kann man wie oft. Hier Mitspieler suchen muss man machen, Freundschaftsspiel, ja, hat keiner von meinen Freunden, oder ich frage jetzt keinen Freund nachts um 5 Uhr, 6 Uhr, egal welche Zeit, frage ich nicht, kannst du mit mir spielen, mach ich nicht. Ja, ich will alleine spielen, ich brauche keine Online-Dings und was wie auch immer, brauche ich nicht. Naja. So, wenn man da eine Spielsuche gemacht hat, wie eben, meistens fehlgeschlagen. Deswegen konnte ich jetzt einen Übungsmodus machen. Ah ja, ist egal. Außer mal zum Zeigen. Ich wollte nur wissen, wie die Grafik aussieht. Hier so sieht die Kampfmenü aus. Der Kampfmenü, ja. Die Heldentruppe halt, welche man aussuchen kann. Wahrscheinlich gibt es in der Vollversion natürlich mehr. King of Fighters ist dafür auch bekannt, auch dass es ziemlich viele Kämpfer gibt. Hier Riesentitmai, ja klar, ja, zum Beispiel. Trotzdem ist es bekannt, dass es da 50, 60 Kämpfer gibt. Also, naja, so, auf jeden Fall zeige ich jetzt mal hier so ein bisschen eine Runde noch. So wie es aussieht hier auf dem Kampfmenü. Ja, mehr kann ich nicht machen, leider. Schade. Ja, sonst hat sich das Spiel mal aufgehangen. Also ist nicht wegen Online-Leute, dass die keinen Bock hatten oder so. Ne, ne.
Das Spiel ging rein, stand da irgendein Fehler. Hier kannst du das Spiel nicht spielen. Bewegen mit. Scheiße halt. Ja, ich so ein bisschen gezeigt. Was soll, ja, was soll ich machen? Ich. Ja. Trotzdem noch ganz okay. Da mit dem Mess bis nach oben, weil ich finde das Spiel eigentlich cool. Außer mit den Fehler, wo da waren. Aber sonst eigentlich ganz okay. So, warte mir. Bis nächstes Mal. Tschüssi, gell, Eddie.